Ja, hallo. In diesem Video möchte ich Ihnen ein Tool für Warcraft 3 vorstellen. Mit diesem haben Sie die Möglichkeit, Ihren 3D-Background zu verändern, Ihr Interface, also Ihre Spielumgebung, sage ich jetzt einfach mal, und Ihre Game-Musik. Ja, was jetzt darunter zu verstehen ist, im Folgenden mehr. Wir bauen zunächst unser Tool. Sie gehen einfach auf Ihre Standardsuchmaschine und geben ein WC3 Styler. Gleich auf den ersten Treffer im WC3C.net und suchen hier Ihr Download-Link heraus. Laden dieses herunter. Alles ganz ohne Probleme. Und schon mal als kleine Information, ich könnte jetzt natürlich auch den Ausgangsbildschirm von dem Spiel zeigen, aber durch technische Probleme ist dies leider nicht möglich. Aber das nur am Rande. Okay. Wenn wir dies hier schließen. So, gehen wir in unseren Download-Ordner, entpacken diese Datei ganz ohne Probleme und starten unsere WC3-Styler.exe hier drin. Bekommen Sie ein Interface wie dieses hier. Ich zeige das jetzt einfach aus dem anderen Rechner, weil ich hier dieses Spiel nicht installiert habe. Aber das ist jetzt uninteressant. Hauptsache, die Funktionen werden hier gezeigt. Zuallererst sollten Sie oben die Checkbox aktivieren, und zwar, dass Sie nicht den normalen Hintergrund benutzen. Und dann gibt es hier diverse Möglichkeiten von den Default Rock, also den Standard-Rassenbildschirm. Ja, sind sehr interessant, aber diese können Sie auch in den Kampagnen mehr oder weniger sehen. Aber dass das auch funktioniert, einfach mal als Beispiel, werde ich jetzt hier dieses Spiel starten. Ja, Sie sehen schon, einige Veränderungen wurden vollzogen und ist auf jeden Fall eine coole Alternative. Ja, ich zeige jetzt auch nochmal das Custom Image. Hier werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie nur 1024x768 Pixel Bild verwenden sollten. Dies tun wir auch. Wir nehmen jetzt einfach mal eins von den Standard-Beispielbildern, die Windows uns mitliefert. Auch nehmen wir jetzt einfach mal die Quali hier. Zu beachten ist, dass dieses Bild ja natürlich nur ein Bild ist und keine Art Video, wie es hier bei den anderen Themes der Fall ist. Sie könnten jetzt natürlich auch Ihr eigenes Theme bauen, aber das ist etwas aufwendiger und wirklich nur für die Fortgeschrittenen empfehlenswert. Ja, starte ich jetzt auch nochmal das Spiel mit diesen Einstellungen hier. Ja, und wie wir sehen, wir haben jetzt nur ein Bild und diese Buttons sind wie gerade eben rot dargestellt. Das hat den Hintergrund, dass die Themes dies dementsprechend verändern. Ja, jetzt nochmal kurz diese Interfaces erwähnt. Wir sehen ja immer ein Beispielbild hier rechts, wie sich der Interface bei den einzelnen Themes beziehungsweise Custom In-Game UI, also User Interface, verändern. Sind wirklich sehr gut gelungen und lassen sich auch für die einzelnen Rassen hier unten einstellen. Also für Human, sprich Menschen, Nachtelfen, Ork und Untote. Und außerdem die Game-Musik lässt sich auch anpassen, aber in den meisten Fällen reicht da die normale Game-Musik eigentlich aus. Das Coole, wie gesagt, ist der 3D-Background, der sich ohne dieses Tool nur schwer anpassen lässt. Und es gibt auch nur sehr wenige Programme, die diese Veränderungen hier möglich machen. Und weil dieses Programm hier so gut ist und wirklich kaum Komplikationen bietet, wollte ich das einfach mal hier vorstellen. Jedoch, falls Sie jetzt wirklich wieder zu dem normalen Spiel hingehen wollen, reicht es nicht, hier den Haken wegzunehmen, sondern Sie müssen noch eine Registry-Einstellung vornehmen. Weil ansonsten bleiben die roten Buttons bestehen und dies ist dann natürlich hier nicht so vorteilhaft. Also hier den Haken weggenommen und in die Registry noch einmal gegangen. Ja, also nur ganz kurz zur Erklärung. Sie finden es unter den HG Current User Software Blizzard Entertainment und dann Warcraft 3. Suchen hier den Allow Local Files. Dieser steht im Hexadezimalwert auf 1. Diesen müssen Sie jetzt einfach nur auf 0 ändern. Somit werden keine lokalen Files verwendet. So, starte ich jetzt unser Spiel noch einmal. Wir haben unser normales Programm wieder. Ja, also nochmal zusammengefasst. Hiermit können Sie ganz einfach Ihren Hintergrund verändern, um ein wenig Abwechslung in den Spielalltag hineinzubringen. Okay.